Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Ich möchte die Aussprache zunächst nutzen, um das Verhältnis zwischen dem Land einerseits und den Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege andererseits zu erläutern. Es ist, glaube ich, für den Landtag, aber auch für die Öffentlichkeit gut und wichtig, die wesentlichen Grundlagen dazu zu kennen. Seit Neugründung des Landes Mecklenburg-Vorpommern fördern die für Soziales und Jugendhilfe zuständigen Ressorts Aufgaben gemeinnütziger Organisationen, an denen das Land ein erhebliches landes- und fachpolitisches Interesse hat, die jedoch ohne eine Zuwendung des Landes nicht oder nicht im notwendigen Umfang umgesetzt werden können. Bereits 1990 haben sich in Mecklenburg-Vorpommern die Arbeiterwohlfahrt-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V., die Caritas Mecklenburg e.V., der Caritas-Verband für das Erzbistum Berlin e.V. Region Vorpommern, das Deutsche Rote Kreuz Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V., der Paritätische Wohlfahrtsverband Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V., die Diakonie Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. und die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e.V. Zweigstelle Mecklenburg-Vorpommern als Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege etabliert und zur Liga der freien Wohlfahrtspflege in Mecklenburg-Vorpommern zusammengeschlossen. Diese Verbände bzw. ihre angeschlossenen Vereine oder Organisationen sind geprägt durch unterschiedliche Mitgliederstrukturen und die vielfältigen Tätigkeiten Ehrenamtlicher. Welche Rolle spielt eigentlich die freie Wohlfahrtspflege in unserem Land und wie ist ihr Verhältnis zu anderen Anbietern und Dienstleistern auf dem sozialen Markt? Gestatten Sie mir auch dazu einige Erläuterungen. Als freie Wohlfahrtspflege werden alle sozialen Hilfen bezeichnet, die gemeinnützig und in organisierter Form geleistet werden. Die Tätigkeit der freien Wohlfahrtspflege unterscheidet sich einerseits von dem der gewerblichen, auf Gewinnerzielung ausgerichteten sozialwirtschaftlichen Unternehmen und andererseits von den Aufgaben öffentlicher Träger der Sozial- und Jugendhilfe, also Landkreise, kreisfreien Städte und Länder, und den öffentlichen Kassen bzw. Versicherungsträgern. Die Träger der freien Wohlfahrtspflege bestehen zumeist in der Rechtsform eines eingetragenen Vereins. Die Hauptmerkmale der freien Wohlfahrtspflege sind Unabhängigkeit und die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den öffentlichen Trägern. Alle Angebote und Leistungen der freien Wohlfahrtspflege zielen satzungsgemäß auf die Unterstützung der Notleidenden und Hilfebedürftigen. Grundlage der Zusammenarbeit ist das Prinzip der Subsidiarität, das diesen freien Trägern in allen Sozialgesetzbüchern einen bedingten Vorrang bei der Erfüllung sozialstaatlicher Aufgaben einräumt. Was ist nun die Aufgabe des Staates und der Leistungsverantwortlichen und welche Steuerungsfunktion obliegt ihnen? Der Staat oder die öffentlichen Leistungsträger und Kassen haben keine rechtliche Aufsicht über die Träger der freien Wohlfahrtspflege. Gleichwohl hat der öffentlich zuständige Leistungsträger die Pflicht, die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen qualitativer Fachstandards in der sozialen Arbeit zu verlangen. Bei Nichteinhaltung kann der öffentliche Träger seine finanziellen Leistungen daher zurücknehmen. Gleiches gilt auch für die Organe, wie zum Beispiel die Vorstände, Aufsichtsräte oder andere Gremien freier Träger. Der Staat oder die anderen öffentlichen Leistungsträger kontrollieren keine Tätigkeiten im jeweiligen Binnenrecht der Träger. Eine Ausnahme besteht lediglich für die Finanzämter, die Gemeinnützigkeit feststellen und somit Satzungen kontrollieren und den Geschäfts- und Finanzverkehr der freien Träger beurteilen. Ich hoffe, dass ich mich mit meinen Ausführungen darlegen konnte, in welchem Verhältnis das Land und die freie Wohlfahrtspflege stehen. Das ist auch wichtig im Hinblick auf die Vorwürfe gegen den DRK-Kreisverband in der Mecklenburgischen Seenplatte. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich bin mir sicher, Landesregierung und Land eint das Interesse aufzuklären, welche Substanz die Anschuldigungen gegenüber dem DRK-Kreisverband haben und ob Landesmittel betroffen sind. Hierzu habe ich bereits im Sozialausschuss berichtet, nach derzeitigen Erkenntnissen sind keine Landesmittel betroffen, wir überprüfen das gerade. Die Vorwürfe hinsichtlich des Kreisverbandes des DRK am Landkreis Mecklenburgische Seenplatte sind aber anderer Natur. Sollten sich die Recherchen bewahrheiten, liegt offensichtlich ein Verstoß gegen die satzungsgemäßen Publizitäts- und Wohlverhaltensregelungen vor. Das ist vor allem ein DRK-interner Vorgang, der dort aufgeklärt werden muss. Wie Sie vielleicht wissen, unterstützt das Land keine Kreisverbände oder angeschlossenen Verbände der Liga für ihre Geschäftsaufgaben. Lediglich für zeitlich befristete und inhaltlich abgegrenzte Vorhaben kann das Land einen Zuschuss gewähren, wenn an der Erfüllung solcher Vorhaben und Aufgaben ein deutliches Landesinteresse besteht.
eine solche befristete und inhaltlich eingegrenzte Projektförderung kontrolliert und überprüft alle mit dem Zuwendungszweck in Verbindung stehenden Einnahmen und Ausgaben. Was ist nun zu tun? Zuerst muss das DRK handeln. Landesmittel sind für den Kreisverband für seine Geschäftsaufgabe im Sinne einer institutionellen Förderung nicht ausgereicht worden und die Projektzuwendung in Höhe von etwa 207.000 Euro werden wir uns genau ansehen, um sicherzustellen, dass diese Mittel Zweck und Kostenplan entsprechend sparsam verwandt worden sind. Inzwischen hat der DRK-Landesverband erste Maßnahmen ergriffen und eine unabhängige Prüfgesellschaft beauftragt, den erhobenen Vorwürfen nachzugehen und die Geschäftsführung des Kreisverbandes zu überprüfen. Das begrüße ich ausdrücklich, erwarte aber auch vom DRK-Landesverband und habe dies auch dem DRK-Landespräsidenten Werner Kuhn mitgeteilt. Mit einem Ergebnis der Prüfgesellschaft können wir nach Aussage des DRK-Landesverbandes etwa Mitte Februar rechnen. Sollte es persönliches Fehlverhalten im DRK-Kreisverband geben oder gegeben haben, muss dies selbstverständlich Konsequenzen haben. Sehr geehrte Damen und Herren, wir sollten dieses Ergebnis aber auch unbedingt abwarten und Spekulationen und Vorverurteilungen vermeiden. Das wäre auch mein Rat hinsichtlich einer Diskussion über die Erweiterung des Prüfauftrags des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses. Zudem ist im Sozialausschuss verabredet worden, das Thema am 28.02. wieder aufzurufen und dort dann die DRK-Landesspitze anzuhören. Auch dieser Termin sollte aus meiner Sicht unbedingt abgewartet werden, bevor Entscheidungen über eventuelle Erweiterungen auch nur in Angriff genommen werden können. Sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie mich noch etwas betonen. Die Vorwürfe oder auch nachgewiesenen Verfehlungen gegenüber einzelner Mitglieder der Wohlfahrtsverbände dürfen nicht dazu führen, dass deren überaus wichtige Arbeit in unserem Land und für die Menschen im Land abqualifiziert wird. Dafür trägt nach meinem Verständnis auch der Landtag eine große Verantwortung. Nach Schätzungen der Liga engagieren sich ca. 150.000 Bürgerinnen und Bürger unseres Landes in Wohlfahrtsorganisationen ehrenamtlich und ca. 55.000 Menschen sind bei den Trägern der Wohlfahrtspflege hauptamtlich beschäftigt. Sie leisten in den allermeisten Fällen eine gute, wichtige und für unseren Sozialstaat unverzichtbare Arbeit. Dieses soziale Engagement möchte ich gerade in einer Aussprache wie dieser würdigen. Dieses Engagement ist für den sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft von herausragender Bedeutung und für dieses Engagement möchte ich mich ausdrücklich bedanken. Lassen Sie mich zum Abschluss aber noch einige Worte zum Thema Transparenz sagen. Ich betone seit meinem Amtsantritt, dass es wichtig ist, innerhalb der Sozialverbände mehr Transparenz über interne Zahlungsströme, über Doppelfunktionen und familiäre Verbindungen herzustellen und die ehrenamtlichen Vorstände und Aufsichtsräte bei den Kreisverbänden zu stärken. Ich bin darüber auch mit den Spitzenverbänden im Gespräch. Wir gehen da sehr ehrlich miteinander um. Meine feste Überzeugung ist, Transparenz liegt im hohen Eigeninteresse der Wohlfahrtsverbände. Die Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger, sich mit Spenden oder Dienstleistungen freiwillig, zum Beispiel an der Arbeit der freien Wohlfahrt, zu engagieren, hängt entscheidend von dem Vertrauen in die Arbeit der Projekte, Organisationen und Fachkräfte ab. Wer für das Gemeinwohl tätig wird und dafür öffentliche Mittel oder Bürgerspenden in Anspruch nimmt, muss über die seiner Tätigkeit zugrunde liegenden Werte sowie die Gewinnung und Herkunft seiner Ressourcen in verständlicher, übersichtlicher und leicht zugänglicher Form berichten. In der Arbeits- und Sozialministerkonferenz des Bundes und der Länder haben wir darüber hinaus beschlossen zu klären, ob und wie eine Zuwendungstransparenzdatenbank nach dem Muster Berlins für alle Länder aufgebaut werden kann. Ich habe daran ein großes Interesse. Mecklenburg-Vorpommern ist deshalb mit federführend in der inzwischen gegründeten Bund-Länder-Arbeitsgruppe zu diesem Thema. Am 6. Februar trifft sie sich diese Gruppe und nimmt die Arbeit am Aufbau einer Transparenzdatenbank in Angriff. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.